Driften, bis die Spikes glühen. 8 Teilnehmer lernen bei der AMG Driving Academy das Tanzen auf dem Eis. Und das mitten auf einem zugefrorenen See im schwedischen Lappland. Das ist einfach fantastisch. Ja. Man kommt da angeschossen und dann sagt man, oh Gott, wie kriege ich das? Aber es klappt dann fantastisch. Ja. Also man merkt, wie man das Auto von Runde zu Runde eigentlich besser in den Griff kriegt. Jetzt können wir natürlich das Ganze ein bisschen verfeinern. Wir sind ja im Pro-Training, ja, und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir mal so den gewissen Kick noch reinkriegen. Ja. Matthias, was ist denn das für ein System, was du da gerade installierst? Ja, um den Instruktoren zu helfen und zu analysieren, was die Teilnehmer draußen wirklich auf der Strecke fahren, haben wir dieses Datenanalysegerät, was man aus dem Motorsport kennt. Dafür ist auf dem Dach eine GPS-Antenne, was die Position und die Geschwindigkeit misst. In dem Gerät haben wir einen Längs- und Querbeschleunigungssensor, der die feinfühligsten Bewegungen mit dem Gaspedal, mit der Bremse und mit dem Lenkrad aufzeichnet. Aufgezeichnet wird auf so einer Speicherkarte, wie im Fotoapparat. Und ich führe die Karte ein, starte die Aufnahme. Und jetzt sind wir bereit, können fahren und halten jeden gefahrenen Zentimeter fest und können es dann später danach am PC analysieren, um wirklich zu sehen, wo kommen die Zeitunterschiede her. 4.800 Euro für 4 Tage fahren sind kein billiges Vergnügen. Dafür sind die Teilnehmer aber bis zu 7 Stunden täglich auf dem See unterwegs. Und auch der sonstige Service lässt keine Wünsche offen. Zwischen den Übungen gibt es immer wieder Manöverkritik. Dabei hilft, ganz wie im Rennsport, die professionelle Datenanalyse. Hier will jeder mit guten Zeiten glänzen, aber die aufgezeichneten Daten sind gnadenlos und unbestechlich. Die ist so platt auch, ja. Da musst du wirklich versuchen, nur mit so viel Gas zu geben, dass du das Schleppmoment aus der Hinterachse rausnimmst und ganz weichen Vortrieb hast, um innen zu bleiben. Also das ist wirklich so eine Millimetriererei am Gas. Also das ist ganz wichtig beim Lastwechselslalom ist es jetzt, der Fokus ist wieder genau auf die Linie, also nicht auf den Pylon, sonst treffen wir den, sondern wirklich ganz knapp links, rechts, daneben, dort wo wir hinfahren wollen und ziehen jetzt das Auto durch. Leistung satt. Jedes der gefahrenen AMG-Modelle hat über 360 PS. Um die Leistung aufs Eis zu packen, rüstet AMG die Fahrzeuge entscheidend um. Die Spike-Reifen garantieren ein Maximum an Traktion und damit Dynamik und sind ausgerüstet mit 200 Spikes, die jeweils 2,5 mm lang sind. Darüber hinaus lässt sich wie bei jedem C63 AMG das ESP komplett deaktivieren und wir haben hier vorne noch einen Unterfahrschutz angebracht, um das Fahrzeug gegen Pylonen und Schnee zu schützen. Bis zu 150 km/h erreichen die Autos auf dem blanken Eis. Und auch die Spikes haben ihre Haftungsgrenze. Das bekommt Michael im SLK zu spüren. Doch wer hier abfliegt, landet weich. Bleibt jemand stecken, rücken sofort die silbernen Engel in der G-Klasse aus. Super. Prominente Hilfe? Bernd Schneider ist als Instruktor für AMG vor Ort. Das Problem ist, das Auto setzt auf dem Schnee auf und die Räder sind entlastet, plus das Eis und dann steckt er fest. Ja, aber mit Manneskraft und Teamwork schaffen wir das. Wie ist es passiert? Letzte Runde. Ah, ich wollte hier so einen norwegischen Flip, nennt sich das wohl, machen, sozusagen quer ankommen und den dann halb rumdrehen, dass man gleich 90 Grad abbiegen kann. Aber das war ein bisschen zu schnell. Uhr. Für die Teilnehmer geht es zurück ins Hotel. 7 Stunden Autofahren am Stück sind genug und nur eine halbe Stunde später wird es im hohen Norden auch schon dunkel. Der nächste Tag um 6 Uhr morgens. Bevor die Teilnehmer wieder auf die Eisfläche gelassen werden, kommt der Eismann. Stefan Hallnohr ist einer von ihnen und präpariert seit über 10 Jahren die Seen in Arjeplog.
Wenn es anfängt zu schneien, wollen wir keinen Schnee auf dem Eis, denn das unbedeckte Eis wächst schneller, ungefähr 3 cm am Tag, wenn kein Schnee drauf liegt. Wenn es schneit, müssen wir mit den Snowscootern den Schnee verdichten, und das jedes Mal. Bis wir mit solchen Traktoren auf den See können, muss das Eis 20 cm dick sein. Wachsam bleiben müssen die Eismaker trotzdem. Vor 5 Jahren, da bin ich mit einem kleinen Traktor gefahren und habe gesehen, dass das Eis einen Riss hat. Aber ich konnte nicht stoppen, weil das Eis zu rutschig war. Die Maschine ist also so gerutscht und ich bin gesprungen. Die Maschine ist 10 Meter tief gesunken. Es kann also sehr gefährlich werden. Keine Gefahr für die Teilnehmer der AMG Driving Academy. Mitte Februar ist das Eis auf dem See mindestens 80 cm dick und würde auch ein Flugzeug tragen. Highlight an den letzten Tagen des Trainings, das Race Taxi. Extra umgebaut für das Wintersporting ist der C63 leichter als sein Serienpendant. Das AMG Race Taxi ist die ultimative Rennmaschine für den Eissee. Ausgestattet mit den Reifen der World Rally Cars hat der schwarze Renner Grip satt. Erstmal bin ich Beifahrer, was das ganz ungewohnt ist. Ich eigentlich nie sein wollte, aber hier auf der Eisfläche macht es wahnsinnig viel Spaß, den Leuten was zu vermitteln, zu zeigen, wie man mit Spikes auf dem Eis fährt. Und es macht, wie gesagt, es macht mir viel Spaß. Lieber fahre ich natürlich, aber nebendran sitzen und zu sehen, wie die Leute das genießen, fällt mir auch gut. Und rutschen lassen und warten. Nicht zu viel ans Gas. Warten. Denk an die Blickführung. Du musst ja rüber gucken. Ja. Immer die Blickführung behalten. Das ist wichtig, egal was du machst, immer das Ziel im Auge halten. Messen die Spikes an den Reifen des Race-Taxis. Die greifen richtig böse ins Eis. War super. Also boah, das Umsetzen, mit dem Umsetzen und dann auch, wie gesagt, was, wenn du merkst, in den Spitzkehren, musst du einfach ein bisschen Speed mit in die Spitzkehre, damit er sich dreht. Ja, und wenn du dann zu früh ans Gas gehst, dann hast du mit Kurve Speed zu hoch für eine 180-Grad-Kehre und dann schiebt er über die Vorderachse weg. Das geht einfach nicht. Okay? Super. Alles klar. Das war fantastisch. Also das ist richtig harte Arbeit und es ist unglaublich, was das Auto auf dem Eis hergibt. Also das ist faszinierend, was man selber überhaupt kann, wenn jemand daneben sitzt, der einem sagt, pass auf, mach das so. Das ist irre. Das ist wirklich irre. Also das ist ein Erlebnis, das ist unglaublich. Das ist wie Achterbahn, Boxauto und ich weiß nicht was zusammen. Zum Abschluss folgt das Race of Champs. Besonderer Kick, das Rennen findet in der Dunkelheit statt. Race of Champs bedeutet, einer startet auf der einen Seite der Strecke, der andere auf der anderen. Und wer als erstes wieder seine Ziellinie nach einer Runde passiert hat, hat dementsprechend den Wettbewerb dann gewonnen. Und aus anderer Sicht macht es natürlich zum Schluss auch nochmal Spaß, weil die ganzen anderen Gruppenmitglieder auch nochmal ordentlich mit anfeuern werden. Michael hat sich für das Race of Champs schon die richtige Taktik zurechtgelegt. Gas, Gas, Gas! Nein, echt. Ja, da gibt es keine Taktik mehr. Also muss man auch mal gucken, dass man vorwärts kommt. Mann gegen Mann. Maschine gegen Maschine. Jetzt zählt's. 3, 2, 1, go!
startfrei. Zwei Runden absolvieren die beiden Kontrahenten auf dem glatten Untergrund. Und das bei extremen Temperaturen. Minus 27 Grad. Das Einzige, was hier noch glüht, sind die Spikes am C63. Jetzt kommen beide und der Mike ist durch. Mike ist durch. Der Champion ist Mike. Super! Danke! Toll gemacht! Ha? Oh, der Zieleinlauf, ich soll ein bisschen Gas geben, das denke ich, mache ich mal das 360, aber das hat ja nicht funktioniert. Grandioses Erlebnis, ja. Tolle Erinnerungen, die man da mitnimmt und einfach Spaß. Spaß mit Freunden zusammen, alles was dazugehört. Besser kann es nicht sein.